Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Pax Mozart. In der letzten Folge ging es um Martin Harnik, ob wir ihn holen oder nicht holen. Heute dann das Spiel gegen Hoffenheim und Augsburg, würde ich sagen. Ihr habt da abgestimmt, war dann zum Schluss auch nochmal ein bisschen knapp. Wir sollen Martin Harnik nicht holen. Das ist dann das Team von Augsburg. Top-Transfer. Alexander Golovin wechselt für 78 Millionen. Ich glaube nach England. Ich habe es nicht ganz gesehen, das ist jetzt aber auch egal. Wir schauen auf unsere Finanzen. Wo sieht man das jetzt? Die Finanzen. Achso, das sind unsere Transfers schon. Marco Richter, 34 Millionen Euro und Rodic. Was stand da? Verein mag den FC Bayern, okay. Glaubt Tim Borowski ist auf dem Trainingsplatz gut zusammenarbeiten können, das freut mich natürlich. Super, so wie passe ich mein Budget an hier? Ja, da würde ich sagen, da geht doch nochmal was in Sachen Transfers. Da wird heute wahrscheinlich eine zackig-knackige Umfrage geben dazu. In Sachen Transfer. Jetzt erstmal das Spiel gegen Hoffenheim. Bittencourt immer noch verletzt, aber der spielt ja bei uns keine Rolle. Vertrag sollen wir aber auch nicht auflösen. Das habt ihr abgestimmt. Los geht's! Also könntet dann mit Transfers nachher noch eine längere Folge, bis ich dann meinen Transfer gemacht habe, eine längere Folge geben. Meine zwei Favoriten oder meine drei Favoriten, wenn ich das jetzt mal aussprechen dürfte, wären Haaland, aber der wäre zu teuer. Gregoritsch wäre wahrscheinlich zu teuer. Oder Michel. Michel, denke ich mal, können wir uns leisten. Da wird heute Michel verpflichtet. Aber soweit sind wir noch nicht. Oh, das ist erstmal das Tor, Sargent. Drittes Saisontor. Also Sargent trifft gerade wie am Fließband. Wie ein junger Lewandowski. Und jetzt Einwurf Hoffenheim. Nein, Grilic. Grilic ist auch so ein Spieler, unser Ex-Spieler übrigens. Von dem, der schießt immer mal wieder ein Törchen, von dem hört man was, aber auch nicht so viel. Das ist totaler Durchschnittsspieler. Ja. Immer wieder kriegen wir das Gegentor. In der Bundesliga, Spoiler-Alarm in 3-2-1. Haben wir auch schon gegen Düsseldorf 1-1 gespielt. Mal schauen, ob die Serie anhält. Gegen Hoffenheim wäre es in Ordnung. Aber danach gegen Augsburg? Nee, eher nicht. Dobra klärt abseits. Okay. Dann... Einwurf, das kennen wir ja schon. Da übrigens nochmal die Einstellungen, Schlüssel sehen, Spielfeld. Ja, so passt, oder? Ja. Hier Highlight-Geschwindigkeit. Zack. Ich stelle es immer runter. Also dann wird das hier langsamer. Spielgeschwindigkeit will ich ein bisschen langsamer haben. Und die Highlight-Geschwindigkeit. Also ich will, dass die Kommentare, dass die Zeit, wo man kein Spiel sieht, dass die schneller vergeht. Wisst ihr, was ich meine? Und die Szenen, wo man das Spiel sieht, dass die dann in Realität laufen, also in Realitätszeit.
Verletzung bei Klaassen, das ist sehr bitter. Ganz, ganz bitter. Dass sich Klaassen verletzt. Ich hoffe nicht allzu lang, Klaassen. Ganz wichtiger Mann. So, jetzt meine Chance. Ich glaube, so habe ich die perfekte Einstellung gefunden. Eckball für Hoffenheim. Nächste Ecke für Hoffenheim. Baumann geht wieder vorsichtshalber mal ins Tor. Und da können wir noch klären, hoffe ich. Schiebt ihn noch einer raus. Uff. Das müsste sein gewesen sein für das Spiel, denke ich mal. Noch 3 Minuten, noch 2 Minuten. Nee, ein bisschen länger noch. So, komm, ist jetzt auch egal. Das ist die Zeitachse. Aber die brauchen wir auch nicht. Ich will jetzt einfach nur, dass die Zeit umgeht, aber die geht ja nicht rum. Deswegen montiere ich ja die ganze Zeit da rum. Das war's. Okay. Ja, dann wird's wieder interessanter. Ich war fast eingeschlafen, so langsam dauert die Simulation. Da kann man auch nicht spannender moderieren. Das ist einfach, das muss mal ein bisschen anders gemacht werden vom Football. Manager, in 8 Tagen ist das Spiel gegen Augsburg, denn wir sind hier schon von der Episode durch. Wir dürfen eben die Transfers nicht vergessen. Und da holen wir uns Sven Michel hoffentlich. Der steht dran verletzt. Ich hoffe, dass er den Medizincheck dann besteht. 1,2. Nee, sie wollen 1, achso, ich muss wieder meine... ich muss mein Budget anpassen. Oh, ist das nervig. Jetzt muss ich erstmal wieder finden, wo man das Budget anpasst. Wo macht man das jetzt? Ah, hier, Budget anpassen. Okay. Freien Lauf. Runterscrollen. Michel, den finde ich eigentlich ganz gut. So, wo ist er jetzt? Da. Sven Michel. Bei dem habe ich doch gehabt. Wo ist er denn? Michel. Ja. Okay. Dann gehen wir hoch. 1, wieso können wir nicht hochgehen? Das gibt's doch nicht. Budget anpassen. Wir haben es doch vorher schon alles gemacht. Wir passen das Budget an, bestätigen es wieder. Oh, ist das nervig. Gehen wieder in die Bundesliga Paderborn. Da Michel. Und jetzt holen wir ihn hoffentlich. Sagen wir mal 2,3 Millionen. Das akzeptieren sie. Perfekt. Paderborn verliert gegen Freiburg. Dann schauen wir mal, ob wir dann den Transfer machen können. Transfer angenommen, Vertrag anbieten, das ging schnell. Natürlich werde ich nichts ohne euch machen. Wir werden dann das Spiel gegen Augsburg nicht machen und dann wird es eine Umfrage geben. Dann verabschiede ich mich schon mal. Sven Michel kaufen, Umfrage ja oder nein. Könnt ihr abstimmen? Also ich wäre für ja, weil ich kann ja jetzt nicht weitermachen, ohne dass ihr es wisst. Also vielleicht wollt ihr ihn auch gar nicht. Transfer von Michel ins Wasser gefallen. Nein! Das gibt's doch nicht. Der hat den Medizincheck nicht bestanden.
geht's noch dämlicher. Ja, okay, dann müssen wir eben noch nach einem anderen Transfer suchen. Probieren wir es eben nochmal, aber da wird wieder den Medizincheck nicht bestehen. Da brauchen wir eigentlich gar nichts machen. Das hat keinen Wert. Ja, blöd. Sonst schauen wir eben nach vielleicht Gregoritsch oder so. Oder war man Gituka, fällt mir spontan noch ein. Der Silas. Nee, wollen zu viel Geld. Der fällt auch raus. Na, das Michel steht auch nicht dran, wenn er wieder fit wird. Das wird nicht reichen. Dann aus Dortmund vielleicht einen ausleihen. Das können wir immer noch später machen. Augsburg, hier Gregoritsch. Zack, 4,3 Millionen, ist okay. Wir haben das Geld für Gregoritsch nicht, ist in Ordnung, dann wird es eben einen Max oder so. Ne, wird wahrscheinlich genauso ein wenig gehen. Freiburg, vielleicht können wir da einen holen. Tabellenführer. Schwolo, aber Schwolo gegen Pavlenka zu tauschen macht wenig Sinn. Das lassen wir. Okay, dann kommt eben Haaland vielleicht noch in Frage. Da müsst ihr ewig suchen, vielleicht von Celta Vigo Sisto, Pion Sisto. Es wird auch nichts. Stimmung 0%, das wird nichts. Nächstes Ziel dann. Wie könnte ich holen? Haaland vielleicht. Also ohne euch mache ich ja eh nichts. Sobald wir jemand haben, wird es dazu eine Abstimmung geben. Und dann machen wir nicht weiter. Also bis zu der Minute, wo ich dann das Video beende, wird jetzt nur noch nach einem Transfer gesucht. Das ist jetzt schon mal Spoiler. Das Spiel gegen Augsburg gibt es ja nicht. Weil ihr müsst ja abstimmen, bevor ich was mache. Haaland, Erling Haaland wird auch zu teuer sein. Ich sehe es kommen. Da unten war er doch. Ganz unten. Erling Haaland. Nee, wusste ich. Mag Leeds United. Wieso mag er Leeds United? Verstehe ich nicht. Nächstes Transfer. Ja, Minamino wird auch nicht klappen. Das. In 1000 Jahren nicht. In 1000 Jahren nicht. Bin verzweifelt, wir simulieren mal einen Tag weiter. Vielleicht Kaderabek, der hat gegen uns gut gespielt. Kaderabek auch zu teuer. Yep. Campino, bla bla, für Nationalmannschaft berufen, freut mich für ihn. Gregoritsch, Transfer abgelehnt. War ich mir auch schon sicher, dass das nichts wird. Dann Deutschland, England. Können wir mal in England schauen. Norwich, Pukki. Pukki fällt mir ein. Wer gibt's noch? Trimic. Ne, alles zu teuer. Das wird nichts. Vielleicht geht's vom BVB einen ausleihen. Düsseldorf, Kovnacki, nee. Kovnacki wird uns auch nicht weiterbringen. Der ist übrigens verliehen an Sampdoria Genua. Oder von Sampdoria Genua verliehen. Das weiß ich nicht. Aber jetzt greifen wir mal an. Piszczek würde ich sagen. Oder wen noch? Weigel. Auch interessanter Mann. Laie. Weigel hat keinen Bock. Will in Dortmund bleiben. Respektiere ich. Dann eben. Zagadou? Leihvertrag? Nee. Auch für alle, die gefragt haben, ja, mir geht es heute schon ein bisschen besser, aber man hört es wahrscheinlich immer noch an der Stimme, dass es mir noch nicht perfekt geht. So, dann Piszczek.
Leihvertrag und Gehalt. Alles passt bis aufs Gehalt. Da gebe ich ihnen natürlich mehr Gehalt. Stimmung nur 35%. Ja, es klappt. Wir haben unseren Mann Lukas Piszczek Leihengebot akzeptiert. Und dann hoffe ich mal, dass das wird. Was wird? Noch vor dem Augsburg-Spiel. Ansonsten machen wir noch das Augsburg-Spiel. So, Leihengebot für Zagadou abgelehnt. Und Piszczek hat angenommen. Piszczek hat angenommen. Und dann können wir hier dann abstimmen. Stimmt auf Ja oder Nein, Piszczek. Ausleihen, Ja oder Nein. Kann ich da jetzt mal auf... Nein, ich kann... So, ich Trottel, jetzt gibt's keinen Zurück mehr. Ich kann nicht zurückgehen, da muss ich jetzt halt auf Ja drücken. Ich wollte hier euch zeigen, da kann man auch auf Bestätigen drücken, dann... Ich wusste nicht, dass man dann nicht mehr zurück kann. Da muss man ins Ausleihen. Das bin ich aber auch für ein Esel. Dann ist er eben in Bremen, das wäre jetzt meine erste eigene Entscheidung. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Weil richtig Geld hatten wir eh nicht. Es wäre nur eine Laie drin gewesen. Und Piszczek, mehr springt er wirklich nicht für 3-4 Millionchen aus. Raus, Piszczek darf mal. War jetzt in Hertha, in Dortmund und jetzt ist er auch in Bremen. Kann ein bisschen Bundesliga erkunden. Und stellen wir ihn rein für Moisander oder so. Auf die Bank. Ja, auf der Bank ist er immer noch nicht. Goller können wir eigentlich auch jetzt auf die Transferliste tun. Und dann Piszczek eben. Ja, für Gebrselassie an die Stelle vielleicht. Also heute ein bisschen langweiligere Folge, tut mir leid. Aber das ist dann die letzte Folge vor dem Deadline Day, der ja in einer Woche ist. Ja, kurzer Tonausfall wahrscheinlich, ganz kurz. Weiter geht's. Piszczek im rechten Flügel. Und dann machen wir es da. Ne, Augustinsson weigert sich. Aber jetzt sieht irgendwie das Format komisch aus. Dann müssen wir Piszczek eben in die Innenverteidigung stellen. Aber dann fühlt er sich nicht wohl. Dann stellen wir ihn eben, ja, da auf dem Flügel irgendwie. Was dann mit Gebrselassie? Das ist dann auch wieder die Frage. Gebrselassie kann da stehen bleiben. Dann schauen wir mal, ob Eggestein vielleicht dafür in die Innenverteidigung rücken kann, ob er das spielen kann. Sargent kann nicht weiter nach hinten. Das wäre besser gewesen, glaube ich. Und stellen wir das jetzt so um, glaube ich. Und dann sieht es gleich mal ein bisschen... Ja, dann ist die Verteidigung nicht ganz alleine. Auch wenn es eine komische Formation ist. Rashica vielleicht noch ein bisschen weiter rechts. Dann stehen sie sich nicht so auf den Füßen. So, auch wenn es eine komische Formation ist, so gehen wir dann ins nächste Spiel gegen Augsburg rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, leider keine Abstimmung zum ersten Mal. Und dann sehen wir uns wieder. Sargent 3 Tore stark. Wir simulieren noch den Tag bis zum Augsburg-Match. Und speichern ab. Okay. Piszczek akzeptiert Leihvertrag. Ah, und dann könnten wir ihn auch fest verpflichten. Das überlasse ich dann euch. Sollen wir Piszczek fest verpflichten? Für 3 Millionen wäre dabei. Das ist ein Schnäppchen. Das müsst ihr eigentlich auch mit mir eingehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir dann in der Tabelle noch ein bisschen weiter nach vorne rücken. Und dass wir dann mal den ersten Bundesligasieg einholen. Unser neuer Außenverteidiger Piszczek. Bis dahin. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. So, ich schau noch, gibt's da noch was zu machen?
Ne, Transferangebot für Piszczek 2,7 Millionen. Piszczek zeigt noch keine Reaktion. Ciao. Ich zeig auch keine Reaktion.